So, jetzt haben wir hier in Verdun die wundervolle amerikanische Trench Gun. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine ziemlich effektive Schrotflinte. Wir haben gerade einen Double Kill gemacht, wie man gesehen hat. Ja. Was soll man sagen? Sie ist sozusagen das Äquivalent bei der Ente zum Enton. Zum Vergleich mit der MP18. Mein Gott, wo bin ich denn jetzt mit dem Kopf? Sie ist sozusagen die beste Trench-Waffe, die die Enton hat, um den Graben zu erobern, zu verteidigen, relativ gut. Aber, oh, Bayonett. Sie hat wiederum nicht die enorme Reichweite, weswegen sie übers Niemandsland nicht so gut zu benutzen wäre. Da ist die MP18 immer noch im Vorteil, weil die kann man auch über das komplette Niemandsland hinaus benutzen, auch wenn eine MP nicht mehr so präzise ist. Aber die Schrotflinte hier ist wirklich auf dem Midrange mindestens begrenzt. Wir ziehen uns nicht direkt an, zurück. Warum ziehen wir uns nicht direkt zurück? Weil ich versuche, möglichst viele Gegner noch aufzuhalten, bevor ich denn sterbe. Weil ich desertiere, laut dem Spiel. Was ich natürlich nicht gemacht habe, sondern im Endeffekt einfach nur den Vorstoß der feindlichen Truppen enorm aufgehalten habe. Okay, wir versuchen jetzt erstmal hier zurück in den Graben zu kommen, und man sieht schon direkt, die Schrotflinte ist nicht so ideal, wenn es um präzise Ziele in der Ferne geht. Da könnte sie tatsächlich besser sein. Normalerweise sollte selbst so eine Streumunition, sollte selbst auf dieser Reichweite auf jeden Fall da hinkommen ans Ziel. Wie viel Schaden sie anrichtet, kann ich nicht beurteilen. Es sollte auf jeden Fall wehtun. Und, kaum ist man im Graben drin, wird man schon wieder weggemacht, ne? Nur ein Hitmarker und da flog eine Granate. Oh mein Gott. Wie die mit den Granaten umgehen, ey. Die werfen sie weg, als ob sie die nicht mehr wollen. Sollte man eigentlich zurückwerfen. Na? Sind wir sicher? Ja. Und jetzt... Oh mein Gott. Jetzt versuchen wir mal in den Bunker reinzukommen. Oder ist ja kein Bunker, es ist ja eine Festung. Und bam. MG... Komplett dezimiert. So, das ist diese Ecke, die ich beim letzten Mal, glaube ich, selber verteidigt habe. Und, sind wir mal ganz ehrlich. Mit einer Schrotflinte in dem Gebiet, das stelle ich mir als sehr effektiv vor, wenn ich hier reinpushen würde gleich. Man muss aber mal sehen, wie gut es klappt. Weil dieses Gebiet ist sehr gut zu verteidigen. Ich kenne es ja selber. Und jetzt sind wir nach links und rechts angreifbar. Na? Eine Patrone schnell nachladen und... Hat nicht so gut geklappt. Na, da kommen noch mehr von rechts. Ja. Oh mein Gott, da hatten wir keine Chance, aber wir haben es immerhin reingeschafft von einem anderen Winkel. Und jeder Schritt, den wir jetzt weiter vorgehen, wird von einem blöden MG erschwert, wie man sieht. Dauerfeuer vom MG, wir haben keine Chance, da vorbeizukommen. Wir müssen hier irgendwie vorbeikommen, aber das MG muss auch irgendwann nachladen. Also das ist meine einzige Option, warten, bis es nachladen muss. Und in der Zeit... versuchen wir hier halt alles, was an feindlichen Truppen kommt. Alter, das ist laut. Abzufangen. Ich will in den Raum da rein. Aber solange das MG da feuert, wird das ja nichts. Aber nicht mehr lange. Das müssen 50, 60, 70 Schuss sein. Und, doch nicht. Au. Alter, das muss doch mal nachladen, oder? Nicht. Jetzt? Immer noch nicht? Oh mein Gott. Immer noch nicht. Und jetzt kommt noch ein Flammenwerfer. Oh mein Gott.
Kein Wunder, dass wir jetzt schon wieder draußen sind, weil wir es da drin nicht mehr lange ausgehalten haben. Nur ein Hitmarker. Oh mein Gott. Aber die gammeln da wirklich gut. Halten die Linie und sorgen wirklich dafür, dass man nicht so gut rankommt. Gerade hier mit der Schrotflinte. Ich würde ja gerne mit der Schrotflinte reinwaschen einfach und dann alles übernehmen, aber es ist nicht so einfach. Aber naja, bis zum nächsten Mal. Euer Remske. Vielen Dank fürs Zusehen.